Die alte Dame lebte alleine in diesem Ziegelhaus. Der Pflegegottesdienst fand sie tot, getötet. Von Andreas Wegener Telchte, eine 93-jährige Witwe, wurde offenbar in Telchte in ihrem eigenen Haus getötet. Wie die Polizei von Münster mittags berichtete, war vom Täter durchsucht worden. Bisher könnte Hintergrundtat völlig unklar sein, sagte Leiter Mordkommission, Chefkriminalbeauftragte Thomas Masthoff. Die kriminellen Techniker suchten stundenlang in der Nacht nach Spuren, befragten Kripo-Kommissare. Daher hoffen die Polizei nun, dass Informationen über den Fall eingehen.